So, seid ihr alle wieder fit? Ja. Ja. Hey, Florian, du hast eine harte Aufgabe. Ah, die sehen ganz frisch aus, alle. So, wie am Anfang schon angekündigt, zum 844. Mal bei uns Florian. Nur Florian. Kein Vorname, kein Nachname sonst. Ist der Vorname übrigens. Ja. Florian ist relativ versiert. Er hat ab und zu schon mal im Bereich von Farben was zu tun gehabt, habe ich gehört. Obwohl heute du hast schwarz an. Schwarz ist keine Farbe, habe ich mal gelernt. Ja. Aber er kann trotzdem sehr gut darüber reden, auch wenn sein Hemd nicht farbig ist heute. Ich weiß nicht, wie lange, nur eine Stunde oder sowas? Keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Nee. Also, er glaubt keine Stunde? Nein. Also es geht ganz schnell. Kann schon eine Stunde wenn, drüber wenn reden. Wenn du keine Fragen stellst und ihn ausreden lässt, geht es ganz schnell. Und sonst dauert es länger. Aber ich glaube, wer hat ihn schon mal gesehen hier? Mal Finger hoch. Ja, also sprichst du keinen Unbekannten. Das kann nur, ja, ist ein Heimspiel. Florian, okay. Da kannst du ja auch bestehendes Wissen aufgreifen. Genau, ich kann dann schon mal. Darf ich die Fachleute schon mal vorbitten? Nein. Wir haben noch die Tests eingelegt, oder? Die schriftlichen. Ja, das sind, ja, die kommen danach. Und du, die Tür ist dann zu, das bist nicht alle, ne? Gut. Okay, also, es soll jetzt zwar um Farbmanagement gehen, aber um einen relativ speziellen Teil. Ich habe ja vorher mitgekriegt, dass einige jetzt gekommen sind, weil sie generell sich für Farbmanagement vielleicht auch interessieren. Heute geht es rein nur um ein Thema, nämlich dass es von der ECI neue Profile gibt, die alte ablösen. Also ich erzähle heute nichts speziell im Detail darüber, wie man InDesign einrichtet, wie man mit Bildern in Photoshop umgeht oder all die Dinge, die hat man schon zweimal. Wenn es noch immer Bedarf gibt, kann man das auch separat nochmal machen. Aber heute geht es wirklich nur um drei Dinge, nämlich zu diesen neuen ECI-Offset-Profilen. Was ist da überhaupt neu? Also welche Profile sind da neu? Jetzt sozusagen im Angebot. Dann, warum gibt es überhaupt neue Profile und was bringt es? Also, es ist ja schön, wenn es was Neues gibt, aber das kann ja auch mal einfach nur sein, weil Leute Langeweile haben und das bringt keinen praktischen Nutzen, aber dazu will ich was sagen und zum Schluss dann, was bedeutet es, also mit den Schreibfehlern haben wir es heute alle drei, glaube ich, oder vier, für Gestaltung, Vorstufe und Druck. Unter dem Punkt will ich dann halt ein paar Aspekte ansprechen, die für das Einführen dieser neuen Profile in die Praxis, damit es auch wirklich funktioniert, halt wichtig sind. Und an der Stelle auch nur kurz mal in InDesign reinschauen, an welcher Stelle die Dinger dann auch wirklich eine Veränderung bringen. Also das zur Vorwarnung, für die, die jetzt wegnicken. Wir nehmen das Ganze auch auf und es wird dann per YouTube-Dings, könnt ihr das dann in Ruhe nochmal anschauen. So, neue ECI-Profile, neu. Welche sind überhaupt neu? Also das erstmal ansprechen. Es gibt ein neues Profil, das heißt PSO Coated V3. Also Coated kennt jeder irgendwie, der leidlich mal mit dem Druck zu tun hatte. Und V2 ist das, was man bisher so kannte. Und weil halt das nächste Profil, nächste neue anstand, haben wir uns halt überlegt, könnte man das V3 nennen. Dass sich am Anfang noch statt I ein P eingeschlichen hat, liegt an der politischen Geschichte seitens der ECI und wir wurden auf Initiative der Amerikaner von der ISO darauf hingewiesen, dass wir nichts vertreiben dürfen, auch wenn wir nichts dafür verlangen, was den Anschein erwecken könnte, dass es offiziell von der ISO kommt. Die ISO hatte eigentlich gar kein Problem damit, sondern nur die Amerikaner, das ist aber egal, wir haben uns dann gehalten und haben dann eben überlegt, wie nennen wir die jetzt sonst und weil A, ein Buchstabe austauschen so viel Änderung nicht bringt und es auch sinnvoll ist, haben wir die jetzt PSO-Profile genannt. PSO steht für, das steht da jetzt nicht im Kleingedruckten, Prozess, Standard, Offset-Druck in dem Fall. Also statt International Standards Organization. Also alle, die ein O hinten dran haben von diesen PS, sind nicht schnellere Autos oder so, die sind für Offset. Da gibt es dann noch PSR, das ist für Rotogravur, also Tiefdruck. Und N für Newsprint. Wenn wir die also mal alle mit den die jeweiligen Gremien da zusammen weiter treiben würden, dann würden wir das einheitlich so einführen. Gut, also eins von diesen neuen ist PSO Coated V3 und das löst ab sukzessive zwei Vorgänger, die da eben heißen ISO Coated V2 und ISO Coated V2 300. Bloß kurze Frage, wer weiß, was da der Unterschied ist? Ja, ja, ja. Die Farbdeckung, dass da 300% nicht über. Genau, ja. Ich spreche es deshalb an, weil das fehlt ja oben, da eine Angabe dazu. Das neue Profil hat 300% Flächendeckung. Wir wollten aber nicht zur Verwirrung der Anwender wieder mit verschiedenen anfangen. Es hat sich einfach durchgesetzt, dass das 300er in der Praxis ausreicht mit der Flächendeckung und im Druck weniger Schwierigkeiten macht, weil einfach viel Farbe trocknet länger und es muss ja alles heute schnell gehen. Deshalb haben wir jetzt nur noch ein Coated-Profil mit 300% Flächendeckung, für den, die es interessiert.
Und das gilt halt für Bogen- und Rollenaufsatzdruck auf glänzend und matt gestrichenem Bilderdruckpapier, also Flyer, Broschüren, Kataloge und so Zeugs. Plus ist auch natürlich angedacht, es zu nehmen als quasi CMYK-Austauschprofil für alles, was sonst nicht näher spezifiziert ist von den Druckereien, also auch Digitaldruck. Da hat man ja bisher halt dann ISO-Coated genommen, aber sukzessive, so ist es zu erwarten, wird PSO-Coated dieses dann eben auch in der Funktion ablösen. Ja. Wann soll das passieren? Naja, also das Profil gibt es jetzt seit 30. September letzten Jahres, also haben wir das veröffentlicht seitens der ECI, aber dieser Umsetzungsprozess ist halt immer, wer sich zuerst bewegt, hat Angst zu verlieren oder so, deshalb wollen die Druckereien nichts machen und manche Agenturen wollen nichts machen. Es gibt allerdings jetzt schon ein paar Leute, die was tun. Also es gibt genügend Arbeitsmittel auch, um es anzuwenden, deshalb spricht nichts dagegen anzufangen. Ja. Also es sollte sich jetzt kein produzierender Betrieb mehr überrascht zeigen, nach einem fast einem Jahr später, dass es da was Neues gibt. Auch in einer sehr traditionsbehafteten Branche. Wobei es gibt ja immer noch Leute, die mit FOCA 27 Profilen arbeiten. Wer muss sich da jetzt schämen? FOCA 39 geht ja noch, aber FOCA 27 ist ganz böse. Also ja. Ist auch für Offsetdruck, aber vielleicht ein bisschen alt. Dann das zweite neue heißt PSO Uncoated V3. Da steht auch gleich so eine kryptische FOCA-Nummer dahinter. Das wollten die Produktionsleute alle haben. Für Grafiker ist das jetzt nichts Wichtiges. Sie wollen einfach nur wissen, für ungestrichen weißes Offset-Papier, welches Profil nehme ich. Dann nehme ich halt Uncoated und jetzt die Version 3. Und diese FOCA-Nummer ist vor allem für die Leute im Druck oder die Proofs machen und so, die so Messdaten noch brauchen. Die wussten früher immer nie diese Paarung. Ja, also Grafiker stören sich nicht dran, dass da die Nummer hinten dran steht. Sie schauen einfach halt nur vorne drauf. Und das löst eben das Vorgängerprofil dann ab. Und dass da halt so heißt, PSO Uncoated, da steht dann auch die ISO-Nummer dahinter, in der der Druckstandard festgelegt ist. Und das ist halt Bogen- und Rollenoffset auf ungestrichen weißem, auch Offset-Papier genannt, so landläufig. Also Briefbogen, Broschüren ist es auch. Also vor allem, das ist ja gerade am Fotografieren, aber Frauen können ja immer beides gleichzeitig machen. Kannst du nicht? Nee, Essen ist das dritte, das klappt dann nicht. Aber in der Schweiz wird wahnsinnig viel auch an hochwertigen Broschüren auf weiß ungestrichenem Papier produziert, also sehr viel anspruchsvollere Sachen als rein nur Briefbogen, sag ich mal. Insofern ist das jetzt nicht nur das typische Office-Papier. So, das sind die zwei neuen Profile. Es gibt noch eine Reihe weiterer ECI-Profile, die werden erst sukzessive erneuert, also für Rollenoffset dann. Das ist lange Arbeit, das sind wir auch mittendrin. Aber die beiden wichtigsten jetzt so für die breite Masse der Produkte sind halt die beiden. Ja. So, jetzt, dass die neu sind, ist ja schön, aber warum gibt es überhaupt neue Profile? Ich könnte jetzt fragen so, aber das ist vielleicht zu anstrengend. Einmal aus rein formalen Gründen, weil nämlich diese Drucknormen, da gibt es auch einen Zwang, also man muss die alle 5 Jahre oder so, muss man die anschauen und dann erneuern und irgendwann, wenn man nichts mehr erneuert, sagt die ISO, interessiert keinen, dann wird die vielleicht sogar ganz gestrichen. Aber man hatte durchaus Interesse daran, Dinge zu verändern in der alten Drucknorm. Das hat man getan. Dann ist 2013 eben eine Revision rausgekommen. Und weil die eben Änderungen bei den Druckvorgaben mit sich bringt, ist es natürlich auch schlau, wenn die Drucker anders drucken, dass die Profile, die dafür die Daten aufbereiten, halt auch erneuert werden. Also das ist der eine Grund. Was ist da passiert? Es gibt jetzt neue Papierklassifizierung, also es gab bisher fünf Papiertypen, das sind jetzt 8. Es gibt so Detailgeschichten, technische, diese Tonwertzunahmekurven, die sind leicht verändert worden. Unter anderem auch, dass Schwarz und die Buntfarben jetzt die gleiche Tonwertzunahme haben. Das sind Details, die hauptsächlich Drucker interessieren. Und die Unterschiede jetzt verglichen mit dem, was wir vorher schon hatten, sind jetzt gar nicht mal so dramatisch. Also man muss die schon beachten, aber das ist gar nicht so dramatisch. Wo es schon eher dann interessant wird, es gibt so neue Messbedingungen, auch jetzt nichts unbedingt für Grafiker relevant, komme ich danach vielleicht nochmal gleich drauf, also es geht darum, wie die Messgeräte gebaut sein müssen, mit denen man Drucke kontrolliert oder Proofs und so weiter. Und da gibt es eine neue Messbedingung, so neu ist die nicht mehr, die halt besser passt, also die Messwerte zum Sehen, bei Drucken, die auf optisch aufgehellten Papieren sind. Wir wissen wahrscheinlich alle, was optische Aufheller sind, oder? Also in Zahnpasta zum Beispiel, in T-Shirts, so das, was man noch sieht, wenn man Schwarzlicht hat, was ja unsichtbar ist, aber man sieht dann nur noch irgendwie, meins nicht, mein Hemd, aber so ein paar würden jetzt dann richtig strahlen, ja, die halt ihre optischen Aufheller so mit sich rumtragen. Aber vor allem, Papier ist halt optisch aufgehellt und reagiert eben auf den UV-Anteil des Lichts.
Und in den alten Lampen, die bei den Messgeräten drin waren, war halt so ein undefinierbarer Teil an UV drin. Und das hat nie so richtig gepasst zu der Realität. Also man hat anders gemessen, als man sieht. Und dem hat man Rechnung getragen durch neue Messgeräte. Die haben halt diese komische Messbedingung da drin. Also das ist wirklich eine Änderung, die die Messtechnik näher an die Realität eigentlich ranbringt. Da gibt es noch so Details, dass die Farborte auf dem Papier, die Druckkontrolle ein bisschen anders sind. Das sind sozusagen formale Gründe, mit auch durchaus diesem M1 da einer sehr praxisrelevanten Sache. Aber und genau die hängt zusammen mit der Hauptmotivation, die uns bei der ECI und der FOGRA und Bundesverband rumgetrieben hat, nämlich den Umgang mit optisch aufgehellten Papieren zu verbessern. Haben Sie schon mal so Druckjobs betreut, wo auf optisch aufgehellten Papieren gedruckt wurde? Dann hatten Sie einen Proof, haben das nebeneinander gehalten und hat es dann gepasst oder nicht gepasst? Zumindest einen kenne ich hier im Raum, der solche Erfahrungen hat. Hat das gut gepasst? Ah ja. Ging so. Der Nachteil war, ich zeige auch gleich noch ein Bild, was es ein bisschen veranschaulichen soll, von diesen alten Charakterisierungsdaten im ECI-Profil, also diesem ISO-Coded, für Vorstufe und Druck war ganz vom Szenario her einfach der, Kunden stimmen zum Beispiel Farben und Bilder nach Proof ab. Also manche Kunden, Proofs sind ja nicht mehr so gängig, aber wenn es mehr anspruchsvoller ist, sind Leute im Raum, die schon mal Proofs in dem Zusammenhang gesehen oder angewendet haben? Doch, also ist noch nicht völlig aus der Mode. Das ist ja schön. So. Und es ist ja auch hilfreich, wenn da Farben drauf sind, Sie suchen die zum Beispiel als Grafiker raus, zeigen die dem Kunden, der sagt, hübsch, so will ich es haben, dann ist natürlich die Erwartung vom Kunden, dass es später ja so auch aus der Druckmaschine rauskommt, oder? Vorsichtiges Nicken, gut. So, wenn dann ein Proof nach Vorschrift gemacht wurde, stören Sie sich jetzt nicht an den Nummern, das sind die, worüber man die Sollwerte dann in der Druckerei raussucht, dann hat das visuell nicht zum Druck auf optisch aufgehellten Papieren gepasst. So, das ist aber doof. Weil entweder ist dann der Kunde unzufrieden, weil er hat vorher was abgesegnet, was er später nicht kriegt, oder die Druckerei war gezwungen oder ein Dienstleister, dass sie eigene Proofanpassungen machen. Die haben zwar optisch gepasst, dann kam aber wieder ein anderer Schlaumeier und hat sich beschwert, dass die Zahlen, die messtechnischen Werte nicht gestimmt haben. Das war also immer irgendwie so ein Rumgeeier. Und im Druck war es auch so, und das ist ja nach wie vor, die Einführung ist ja noch nicht so da, reale Messwerte, wenn man mit so einem Messgerät auf so einem Druckbogen misst und kontrolliert, die passen halt insbesondere beim Offset-Papier nicht zu den Sollwerten aus der Norm. Weil die Norm hat sich nicht darum geschert, dass es diese optischen Aufhellergeschichten gibt früher. Ja. So, dann hat man wieder eine Diskussion. Das heißt, der Drucker druckt eigentlich richtig oder er kriegt ein Papier vom Kunden vorgesetzt, auf dem kann er die Messwerte nicht erreichen, gibt es wieder Ärger. Also das war eine Situation, die ist ja irgendwo unschön. Weil eigentlich will man es ja wegkriegen von diesem subjektiven gefällt mir nicht beim richtig oder falsch. Wenn man aber mit Messwerten nichts anfangen kann, ist das ja doof. Das soll es ein bisschen illustrieren, das ist jetzt immer je nach Beamer-Präsentations... sehen Sie da einen Unterschied so? Also trotz vollgeschrittener Zeit und schwitziger Stimmung. Was wäre der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten? Das linke ist wärmer. Ja, also Wärme ist hier natürlich gerade ganz aktuell. Kontrastreicher, ne? Ja, also nur zur Erklärung, das eine hier, das sieht man ja, was unten liegt, ist das Proof. Das ist so dieses eher gelbliche und oben drauf liegt der Offset-Druck. Also das Proof, das hat man früher halt immer so, früher, ich denke schon so in der Vergangenheit, aber nach wie vor wird es meistens noch so sein, wird halt auf optisch aufhellerfreiem Proofpapier gemacht und dann ist alles, was an Papiersimulationen da ist und auch an Farben, die sehr hell sind, da ist Papier praktisch die fünfte Druckfarbe, sieht irgendwie gelblich aus. Und im Druck, da sind die Kunden halt gern hingegangen und haben gesagt, Drucker, gib mal mehr Gelb. Mach das mal hier, da ist kein Gelb. Also kann nicht funktionieren, Unzufriedenheit. So. Also dieser Unterschied ist es, der da das Problem in der Vergangenheit, was ich gerade beschrieben habe, eben hier nochmal illustriert. So. Da wäre es doch eigentlich schön, wenn man gleich sieht, wie es ausschaut. Dann kann man ja an den Bildern drehen, wenn einem die zu kühl sind. Also wenn man jetzt sagt, das ist mir jetzt zu neutral, ich will es so haben, dann muss ich halt an den Daten drehen. Aber ich würde es halt vorher sehen. So, mit dem im Gepäck sind wir losgetrabt. Ich werde jetzt nicht zu technisch. Allein über die Testform kann man ganz tolle Dinge erzählen, die hier keinen interessieren. Aber es soll jetzt nur verdeutlichen, dass es nicht nur einfach hingeschluderte neue Profile sind, sondern dass man da ziemlich viel Aufwand reingesteckt hat. Einmal mit so ein paar Bildern, die wir schon kennen und Verläufen und so zu schauen, dass das, was da neu rauskommt, auch funktioniert und halt ganz vielen Testelementen, die wir brauchten, um die neuen Profile auch zu überprüfen. Also erstmal die Daten, die man dafür braucht. Wurde also relativ viel gedruckt, geproofed und wieder verworfen. Wir müssen ja nur uns daran erinnern, 2013 im Dezember kam die neue Norm raus. Dann kam das Projekt FRED 15.
Also das haben wir extra so genannt, weil wir wollten es nicht so technisch nennen. Es wird wahrscheinlich jetzt keiner im Raum sein, der weiß, warum es Fred heißt, aber 15 wird sich wahrscheinlich neu erklären lassen. Also wir haben jetzt Anfang 14 uns überlegt. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum 15? Weil wir schon wussten, das schaffen wir nicht in einem Jahr. Ja. Deshalb haben wir 15 gesagt. Und Fred, weil wir immer gern Namen von honorigen Personen mitverwursten, Fred Dolezalek war früher bei der FOKA verantwortlich für viele von diesen ganzen technischen Entwicklungen. Er hat auch Meilensteine da mitentwickelt, begleitet bei der ISO-Norm. Und dem zuliebe, oder ihm zu Ehren, haben wir das Ding dann Fred genannt, das Projekt. So, was dann rausgekommen ist, sind diese zwei neuen Profile. Ja. Und viel, was man halt gelernt hat, auch für andere Profile noch dann in Zukunft. So, jetzt schon, also das ist der Werbeblock, jetzt auch auf optisch aufgehellten Papieren, früher nicht, kann man eben prüfen, wie man druckt. Das setzt aber eins voraus, ich komme zu der Liste der, für den Einkaufszettel noch, was man da alles dann beachten muss, unter der Voraussetzung, dass man auch auf optisch aufgehellte Prüfpapiere prüft. Das heißt, wenn Sie in Zukunft Proofs kriegen oder bestellen für diese neuen Profile, dann muss der Dienstleister, wenn er es richtig macht, auch anderes Papier verwenden. Da muss man ja die Frage mal reinstellen, ob nicht vorher bei den alten Profilen, wenn man für die Proofs damals auch schon aufgehellte Papiere genutzt hätte, ob da nicht der Unterschied auch... Ja, das ist ein technisch etwas schwierigeres Thema. Wir haben es damals extra gemacht, weil bei der Art, wie da das Farmmanagement lief, hat man dann immer einen Grünstich in den Proofs. Okay. Und das geht nur in Paarung mit den neuen Messgeräten, ist es sinnvoll. Okay, okay. Ja, das war vorher... Natürlich hätte man das auch schon gern gemacht. Also im Idealfall, wie würden Sie am liebsten einen Proof haben wollen, wenn Sie einen Auflagendruck, ein Papier ausgesucht haben, worauf sollte das Proof eigentlich sein? Ja, blöd, dass die Dödel das nicht hinkriegen. Ja, man kriegt es halt nicht durch, es ist organisatorisch nicht möglich und die Tinte fällt sich anders als die Offset-Farbe zum Beispiel. Deshalb kann man halt selten auf Auflagenpapier drucken. Also man muss halt irgend so ein künstliches nehmen und ist halt so. Gut, also Voraussetzung optisch aufgehellte Prüfpapiere, dann hat man halt gleich eine bessere Gestaltungsgrundlage. Da sieht man halt gleich, wie kalt das ist. Jetzt mal ein Beispiel zu bleiben von vorher, man kann es halt realistisch sehen. Der Kunde kriegt eine realistische Kundenerwartung an das, was später rauskommt. Und der zweite Teil, der ja vorher blöd war, diese Messarie. Man kann jetzt messen, wie man sieht. Also wenn eine messtechnische Kontrolle des Drucks später erfolgt, dann muss man nicht wieder eine doppelte Buchführung haben, so nach dem Motto, laut ISO wäre es eigentlich das, aber realistisch ist jenes, jetzt muss ich in der Tabelle nachschauen, sondern ich kann jetzt in einer nachschauen. Also es ist halt besser. Das setzt aber eben genau voraus, dass diese speziellen Messgeräte eingesetzt werden. Da wären wir schon bei der zweiten Änderung, oder dritten. Neue Profile, ich brauche andere Prüfpapiere, ich brauche eine andere Messtechnik. Ja. Ich, wenn ich den produziere, wenn Sie es von der grafischen Seite her sehen, werden wir gleich merken, da ist es viel, viel einfacher. Was auch noch ein Punkt ist, man muss in Anführungszeichen neues Normlicht nehmen mit einem definierten UV-Anteil, weil jetzt reagiert, wenn da UV drin ist, dann reagiert das Papier ja auf diesen UV-Anteil, optischer Aufheller. Und wenn das jetzt mal mehr, mal weniger UV ist, dann wird der Unterschied zum Proofpapier ja nur mal umso deutlicher, dem alten. Ja. Und damit das nicht irritierend wird, muss man halt wirklich sehr gut aufpassen, was man da, also in der Druckerei oder bei der Begutachtung auch von den Proofs für Lichtverhältnisse hat. Das ist jetzt wichtiger geworden, als es früher war. Vorteil halt noch ein weiterer, für die Drucker dann eben, dass die realistische Sollwerte haben. Die müssen sich jetzt nicht immer schlecht fühlen, dass sie die Sollwerte nicht erreichen. Das ist halt jetzt wesentlich einfacher mit diesen neuen Sollwerten. Und was halt auch neu ist im Grund, man hat da jetzt einheitliche Vorgaben für den ganzen Weg, also messtechnische. Ich sage jetzt immer wieder Technik, das liegt halt daran, dass ich halt Techniker bin, aber der Vorteil von dem Ganzen ist, dass es dadurch nachvollziehbar und sicherer wird, wenn man es durchgängig auf Messtechnik basieren kann und nicht so viel improvisieren muss oder anpassen muss. Also das sind die Vorteile jetzt erstmal so im Überblick. Jetzt wird es gerade nochmal kurz technisch, so mit diesen zwei Schaubildern, aber nur um zu verdeutlichen, was diese neuen Profile eben besser als Grundlage haben als die vorher. Was Sie da mit dieser Punktwolke sehen, sind die Farborte eingetragen, also gemessen auf Papieren auf verschiedenen, und die sind dann hier in so eine Grafik eingetragen. Und LAB sagt ein Teil von Ihnen vielleicht was. Das ist halt eine, ja, okay. Also hier ist die B-Achse, das heißt, je weiter nach links, je mehr ins Minus, desto blauer wird ein Papier, je weiter nach rechts, desto roter, wenn man so will, desto gelblicher.
nach oben ist die Helligkeit aufgetragen und diese Fieberkurve da, dieses Ding hier, das gibt an, wie stark der optische Aufhelleranteil ist. Ja? Und in dieses Diagramm sind mal eingetragen typische Papiere. Und wenn man jetzt anschaut, wo Fogra 47, also das ist jetzt für dieses ungestrichen weiße Papier, wo Fogra 47 und das alte, damit das alte uncoated lag, dann wird man sehen, das entspricht jetzt nicht so unbedingt der Praxis. Okay, vorsichtiges Nicken. Ja. Oh Wunder, bei Fogra 52, das ist halt die neue Charakterisierungsdatei, die in diesem neuen Profil drinsteckt, sind wir da schon viel näher an der Praxis dran. Also es gibt nach wie vor eine Punktwolke, wenn Sie das Papier jetzt da daneben halten, klar, dann ist wieder ein Unterschied, aber wir sind jetzt eher da, wo halt die realen Papiere sich sozusagen aufhalten. Wenn man es zahlenmäßig anschaut, das müssen wir jetzt nicht im Detail machen, das können Sie sich ja noch durchlesen oder später noch ein paar Mal im Video anschauen, das sind dann nochmal die Zahlen dazu. Also wie war es vorher und wie ist es jetzt? B-10 ist der neue B-Wert, der also wesentlich näher dran ist, denn da ist er ja an den Papieren, die es hier so gibt, als dieses B-2, das hier war. Es war einfach viel zu gelblich sozusagen. Und das ist der Grund, warum auch diese Prüfsimulationen immer so gelblich waren, ja, im Vergleich. Bei Coated ist es noch ähnlich. Auch da sind optische Aufheller drin bei den gestrichenen Papieren. Jetzt vielleicht nicht in dem Maß wie bei den ungestrichenen, aber da haben wir wieder eine ähnliche Situation. Ja, also hier geht es jetzt auf der B-Achse einfach nur quer rüber. Da haben wir jetzt -6, wo vorher -2 waren. Ich habe es in freier Wildbahn habe ich selten ein Papier angetroffen, was bei diesen -2 war. Das haben die Leute immer nur genommen, wenn sie sich als Drucker zertifizieren lassen wollten. Später bei den Jobs haben sie halt immer andere Papiere, die halt die Praktiker wollen. Und dem ist halt jetzt auch Rechnung getragen. Ja, also auch da wieder der Zahlenfriedhof. Das war die lange Vorbereitungszeit, auch rausfinden, wo sind die Papiere heute. Kriegen wir denn Proof-Papiere, die da nah dran liegen? Also das sind ja alles Voraussetzungen, die dann nicht mal eben so leicht gehen. Da mussten ja eine Reihe von Leuten aktiv werden. Wir brauchten auch erstmal die Messgeräte dafür. Das gab es früher eben so nicht. Also zumindest nicht in dem Umfeld. Okay, jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil. Also jetzt haben Sie quasi so ein bisschen Grundlagen und Theorie dazu mitgekriegt. Aber was heißt das jetzt für die Praktiker? Angefangen bei der Gestaltung bis hin dann zum Druck. Was muss man jetzt alles ändern und beachten, damit es funktioniert? Bei der Datenerstellung gibt es eine große Empfehlung, die man nicht oft genug sagen kann. Ich zeige es dann auch gleich nochmal kurz. Schauen Sie sich um, was eine Schweizer Initiative so veröffentlicht, die da heißt PDFX Ready. Ich gehe gleich nochmal auf die Seite, damit Sie das sehen. Warum da hinschauen? Weil es dort Einstellungsdateien gibt und Anleitungen, die man in InDesign und Co. verwenden kann. Man muss also nicht selber die ganzen Einstellungen mit der Hand am Arm akribisch irgendwie nach Screenshots abmalen, sondern man kann die laden und dann damit arbeiten. Und die sind eben sehr praxisgerecht. Eine Empfehlung dabei, das zeige ich dann auch gleich nochmal, was es nämlich für Grafiker einfach macht, so sie in einer gewissen Weise bei der Datenerstellung arbeiten. Sie müssen nur eine einzige Stelle ändern in ihren Dokumenten, um diese neuen Profile zu nehmen. Ja? Setzt nämlich eine gewisse Arbeitsweise voraus, zeige ich gleich. Aber deshalb ist es bei der Datenerstellung eigentlich relativ einfach. Der Aufwand kommt später. Es gibt dann noch so andere Tipps. Also zum Beispiel muss man, wenn man dann Softproof macht, also Proof-Ansicht in Photoshop, sich seinen Monitor dafür einstellen, Hardware-kalibrierbaren Monitor hat, dann muss man seine Einstellungen ein bisschen anpassen und schauen, damit das dann auch wieder zu einer guten Übereinstimmung führt, also von der Bildschirmdarstellung zum Druck. Da sind auch noch einige Dinge, die man in der Praxis erstmal noch sorgfältiger erproben muss. Aber das sind jetzt nur diese Punkte, die hier da stehen. Wobei auch sowieso beim Prüfen am Bildschirm muss man sowieso so ein paar Details beachten, die oft ignoriert werden. Also das wird jetzt an der Stelle noch zu weit führen. Wichtig ist dann beim Proof, das machen ja die wenigsten Agenturen und Grafiker selber, aber Druckereien erstellen Proofs auf Anfrage, man muss sie sich ja zahlen lassen oder Druckvorstufenbetriebe. Da muss man für diese neuen Charakterisierungsdaten eben wirklich neue Papiere nehmen. Auch die gibt es längst. Also die Hersteller hatten bei dieser ganzen FRED 15 Testphase jetzt genug Zeit. Es ist nicht so, dass die da dann gerade aufgewacht sind, die waren schon sehr, sehr lang vorher soweit. Und für die Leute, die dann bestimmte Prüfe haben, wo Messtechnik eingebaut ist, die müssen das halt auch austauschen. Also das sind jetzt so technische Details, das müssen dann diese Betriebe eben machen, die solche Dienstleistungen machen.
damit die gut arbeiten können. Ja. Sind denn deine Erfahrungswerte, ziehen denn die von den kleineren, also nicht die Riesenmuggel rein, da benutzen sich ja neue Technik, neues Papier, neues Messgerät, neue Lampen. Machen die das? Oder? Ja, das ist so ein schleichendes Ding, also ein bisschen immer so das Henne-Ei-Problem. Will halt keiner sich zuerst bewegen. Bevor man irgendwas umstellt, ja, und die damit arbeiten. Ja, also manche Drucker sagen, ja, wenn da mal ein Kunde kommt, dann stellen wir um. Da kommt natürlich jetzt kein Kunde. Bei dem anderen Drucker war es so, der hat genau das gesagt und dann waren wir da auf einem anderen Kunden, ich habe so einen Druckjob da begleitet und dann hat er gesagt, ups, heute ist ein Druckjob gekommen, da hat jemand PSO-Coated verwendet. Ja, das kann dann schon mal passieren. Also das ist immer, wie es halt so losgeht. Aber das wird sich, wenn sich jetzt mal Dateien einstellen, ich sage auch gleich nochmal was dazu, was Druckereien dann machen können, die noch nicht umgestellt haben, die haben ja auch eine Möglichkeit. Da spricht nichts dagegen, mit diesem Profilnetz anzufangen. Ja. Überhaupt nicht. Ja, ne. Ein Lehrbuch für Mediengestalter ist jetzt auch aktualisiert worden. Ja. Da wird jetzt auch dieses neue Profil empfohlen. Das heißt, ja, dann lernen die das ja jetzt auch schon. Ja, klar. Mhm. Ja, also, und in den Betrieben, bei den Betrieben muss man dann immer eins sehen. Es ist halt so der Trend, dass immer weniger Leute immer mehr machen müssen in den Firmen. Die würden gern umstellen, haben aber keine Zeit. Das sind zwei Mitarbeiter, einer ist krank, der andere ist eigentlich im Urlaub, also die arbeiten eh schon ewig. Die haben null Zeit mehr, irgendwas umzustellen. Also das ist nicht so, dass die alle böse werden oder so. Aber ja, gut, also das sind so ein paar Sachen zu machen, die sind jetzt auch nicht völlig unerprobt oder so, aber das kann man schon machen. Und der Vorteil da ist halt ganz einfach, deshalb ist das bei den Proofs so wichtig, dass jetzt Proof und Druck auf unterschiedliche Beleuchtung gleich reagieren. Das war ja das, was man früher so blöd hatte. Man hat das Proof und den Druck und dann Normlicht, was in freier Wildbahn auch nur bei Zahnärzten und in Druckvorstufenbetrieben herrscht und Druckereien. Aber kein Mensch hat zu Hause irgendwie Normlicht. Also ich kenne wenige. Und dann sahen halt Proof und Druck unterschiedlich aus. Da haben die Leute angefangen, da Korrekturen drauf zu malen. Das ist halt jetzt eher nicht mehr so, weil das Papiere sind ähnlicher, also passt es auch schon von daher besser zusammen. Ja. So, weitere Sachen zur Farbmesstechnik kann man auch nochmal schauen, aber zwischendrin wollte ich jetzt doch diesen einen Part zeigen in InDesign, wo man jetzt was umstellt und damit dann die Dateien einfach für die neue, für die neuen Profile verwenden kann. Ich habe da mal was vorbereitet. Die Leute, die schon diese Color Management Schulung mal angeschaut haben, werden sich wundern, das ist immer noch das gleiche Dokument, ja? Damit sie sich schnell zurechtfinden. Worum geht es dabei? Das ist ein Text drin, der ist in CMYK angelegt, da ist eine Grafik drin, die ist in CMYK angelegt und das Bild hier ist wie angelegt? Es steht sehr klein da, ich habe es extra eingeblendet. Ist wahrscheinlich RGB. Es ist ziemlich sicher RGB, genau, da kann man es sehen. RGB, DCI RGB, so. Und so soll es auch sein. Wenn man also jetzt nicht irgendwelche speziellen Jobs hat, wo man in CMYK noch retuschiert in Photoshop, ist es verlorene Liebesmühe, die Umwandlung in Photoshop zu machen. Wenn es nur um die Umwandlung geht, kann InDesign das genauso. Also, die Bilder in RGB draufpacken. Und was muss man jetzt nur ändern? Das RGB-Profil ja nicht. Woher weiß jetzt dieses Dokument, dass es für PSO-coded ist und nicht mehr für das alte Profil? Hat jemand eine Idee, wo man es umstellt? Farbeinstellungen. Das ist nicht völlig falsch. Ja, ja. Ein Profilumwandlung. Ja, ja, das wäre jetzt ziemlich. Das würde ich jetzt gar nicht machen. Also Profilumwandeln in InDesign hatte ich noch nie. Das würde ich nie machen. Also in Photoshop ja. Also wir haben jetzt, aber sie liegen schon mal gar nicht so schlecht. Also wir bewegen uns in diesem Bereich. So, Farbeinstellung ist nie verkehrt. Die wirken sich aber nur dann für die Zukunft aus. Das Dokument ist aber schon vorher angelegt worden. Da gibt es, und jetzt greife ich vor, auch schon für die neuen Profile PDF-Fix-Ready-Einstellungen. Ja? Also die muss man sich nicht zurechtlegen selber, die kann man da einfach runterladen. Also fürs Coated V3 und für das. Für neue Dokumente ist es durchaus schlau. Aber jetzt haben wir ja schon ein Dokument, das ist ja schon aus einer Form vor dem Krieg. Also da kommen wir jetzt mit den Farbeinstellungen nicht weiter. Was ist es dann? Genau. So, das ist die einzige Stelle, wo Sie dann ran müssen. Den weißen müssen schnell. Wo war das jetzt? Das ist, Moment, nochmal, langsam. Ich gehe zurück in Bearbeiten und dann bleibe ich hier stehen bei Profil zuweisen. Aha, das hat man sonst in Photoshop nicht unbedingt so gemacht. Ja, in Photoshop gibt es schon auch eine Anwendung. Also wenn die Bilder blöd ausschauen am Bildschirm, an dem Kalibrierten, ist Zuweisen nicht schlecht. So, aber was man jetzt hier zuweist, ist dann eben
das ist generell der erste Schritt, den man eigentlich macht, wenn man Bilder Dokumente bearbeitet. Ich habe jetzt zu viele da drin, deshalb finde ich es jetzt wahrscheinlich nicht gleich. So, ich stelle jetzt hier um auf PSGO Coated V3 oder eben das Uncoated, je nachdem. Da generell, das ist jetzt kein Color Management, da stellt man immer das Profil ein, was zur Druckbedingung passt. Wenn Sie eine Zeitungsanzeige machen, dann stellen Sie da Zeitungsprofil ein. Ja. So. Die CMYK-Werte, dass die jetzt angepasst werden müssen von ISO-Coated auf PSO-Coated, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Bei vielen Fällen wird sich da nicht so viel tun. Also wenn man super genau nimmt, wenn man jetzt für Siemens und Co. neue Gestaltungsrichtlinien oder Corporate Design Richtlinien macht, dann mag man da was anpassen müssen. Aber ob man jetzt bei bestehenden Jobs an diese CMYK-Daten ran muss, also jetzt statt 30% da 28% macht oder so, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, dass die Bilder, das ist ja jetzt ein RGB-Bild, ins richtige Profil gewandelt wird, okay? Und dazu muss ich nur an dieser einen Stelle was ändern, nur bei diesen Zuweisen, weil danach beim Erzeugen des PDFs, machen wir das mal auf dem Schreibtisch, gibt es wieder eine Einstellung, von wem wohl, wer hat es gemacht? Die Schweizer, also ist halt PDFX ready, so, da gibt es Einstellungen dafür. Und damit wird dann automatisch, das hat jetzt gar nichts speziell mit unserem PSO-Coated oder so zu tun, wird automatisch dann ins Zielprofil gewandelt und es wird auch automatisch das richtige Profil verwendet, nämlich das Dokumentprofil. Das heißt, man muss nie mehr in diese PDF-Settings reingehen. Da wird automatisch dann das Dokumentprofil genommen, was man vorne zuweist. So, und das ist alles. Also da brauche ich nichts umstellen. Ich würde immer draufschauen zur Kontrolle, weil ich ja vergessen haben könnte, das Profil vorne einzustellen. Aber ansonsten muss ich da nicht ran. Ja, fertig. Dann wird das Ding rausgeschrieben. Und wenn man jetzt hier hinguckt, ist das eben immer noch das Bild, aber eben nicht mehr in RGB, sondern natürlich, wo ist sie? Es ist jetzt gezmückt. Ja, kann man das mal anzeigen. Das Bild ist jetzt ist umgewandelt, da ist kein RGB mehr drin. Klar. Also, wenn Sie so arbeiten, alle Grafikfarbe in CMYK passend zum Druck, die Bilder in RGB drauf auf die Seite, dann müssen Sie für diese Umstellung als Datenersteller wirklich nur das Dokumentprofil ändern. Das ist jetzt nicht die Welt. Und all die anderen Dinge, Prüfansicht und so weiter, können Sie ja mit dem neuen Profil dann logischerweise machen. Aber Sie müssen jetzt nicht 1000 Dateien umwandeln. Was anders ist es jetzt mit CMYK, ja? Ich weiß jetzt nicht, was die umwandeln, von RGB nach. Von RGB nach. Immer alles tippen. Ja, da kann es Gründe dafür geben. Sagen wir mal so, in der Vergangenheit gab es viele Fachleien, die nicht genau wussten, wie sie diese Farbmanagement-Einstellungen machen mussten. Bitte? Das ist aber auch vorgeschrieben bei denen. Ja, nee, aber das kommt aus dieser Zeit. Weil damals war noch nicht klar, was passiert denn jetzt mit meinen RGB-Bildern später. Bei Cornelsen wussten sie das durchaus, die Leute. Ich habe mit denen engen Kontakt gehabt, weil ich in meinem früheren Leben da viel... Und dann, die wussten schon, wie es geht, aber die haben ja viele Zulieferer auch. Und so. Und da, ob die dann alle Einstellungen in InDesign und Co. richtig machen, das kann man nicht immer garantieren. Dann haben sie sich gesagt, machen wir es lieber anders, lassen wir es gleich vorne richtig umwandeln. Und sorgen dafür, dass diese richtig gewandelten Bilder danach in Ruhe gelassen werden. Ja, also dieses mit CMYK in den Bildern arbeiten macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man noch feinere Tuschen in CMYK macht. Ansonsten bringt es nichts. Ja. Aber das war halt so der Grund. Genau, was macht man, wenn man so noch alte Bilder hinzufügt? Genau. Also rein technisch, man kann das mischen. Die Frage ist nur, ob die Bilder, wenn sie jetzt nicht angepasst würden, also sie sind für ISO-Coated gemacht, haben also die CMYK-Werte für ISO-Coated und man würde die jetzt einfach so verwenden ohne Umwandlung. Um das herauszufinden, wie stark sich das verändert, kann man nicht pauschal sagen, ja, das wird schlimm aussehen oder nicht. Jetzt komme ich zu einem Teil, den Sie danach, und deshalb ist es wichtig, dass Sie geblieben sind und sich nicht nur das Video anschauen später. Ich greife da mal kurz vor, von Clever Printing sagt Ihnen allen was wahrscheinlich. Der Christian Piskula war so freundlich, mir einen Satz von diesen Drucken mitzugeben für Sie alle. Kriegt jemand, wenn ich genug dabei habe, diese Drucke. Und da ist in der Gegenüberstellung genau das Thema gezeigt, was Sie ansprechen. Da wird also gezeigt, wie sieht ein Bild aus, wenn es quasi falsch gedruckt wird. Also ein ISO-Coated-Bild, wie sieht es aus, wenn es
nach dem neuen Standard gedruckt wird und umgekehrt. Da können Sie sich selber auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon machen. Also, da gibt es, wenn man darüber redet, das ist so ein politischer Streit, wie ist jetzt Windows besser oder Mac oder so. Also, es wird Motive geben, da sind die Unterschiede, die durch Druckschwankungen entstehen, größer als das, was durch die verschiedenen Profile entsteht, aus der Erfahrung raus. Also deshalb, ich kann Ihnen nicht die einfache Antwort geben. Kann man leider nicht. Es wird Motive geben, wo man die feinen Nuancen sieht, dann muss man umwandern. Dann würde man, wenn man jetzt beim Cornesen-Fall bleibt, müsste man quasi den ganzen Datenbestand einmal umwandeln, die Bilder von ISO alt auf PSO neu. Das kann ein Server machen, das ist jetzt auch nicht dramatisch. Also die haben ja eine Datenbank da. Also im Zweifelsfall, ich würde es mir anschauen. Wenn Sie einen sehr kniffligen Job haben, wenn es die Titelseite ist, dann einen Proof erstellen, ja, oder bei einzelnen Bildern halt wirklich umwandeln. Sie können ja dann vom alten Profil zum neuen wandeln und bei anderen Jobs würde ich die einfach erstmal lassen. Ja, das ist irreführend leider. Also ich habe das auch versucht. Ich habe dann einfach nur mal, man kann ja die Proof-Ansicht verwenden, um zu schauen, wie würde es denn jetzt auf anderem Papier aussehen. Das kann man da auch machen. Aber das zeigt einen größeren Unterschied als das, was man dann in der Realität sieht. Also da ist es besser, es zu prüfen. Ja. Also da muss man Erfahrungen und dann Vertrauen sammeln. Leider. Aber so als ersten Anhaltspunkt können Sie sich ja dann diese Drucke anschauen. Okay. Jo, das war jetzt dieser Teil. Das heißt, es tut jetzt erstmal bei der Datenerstellung gar nicht so viel weh, wenn man so arbeitet. Da wollte ich nicht hin. Hier sind wir. Gut, also nochmal zurück. Für Sie, wenn Sie die Daten erstellen und den Weg so gehen mit RGB-Bildern, ist es nur an dieser einen Stelle was zu ändern und halt diese neuen Grundeinstellungen von PDFX Ready installieren. Aufwendiger wird es halt dann bei denen, die dann Proofs machen, die müssen das neue Papier besorgen, vielleicht das Messgerät im Proofer austauschen. Und Sie müssen auf alle Fälle, wenn Sie für die Kontrollen und so weiter arbeiten, brauchen Sie halt neue Spektralfotometer. Das kostet nicht zigtausend Euro, aber man muss es halt machen, muss sich mit den Geräten beschäftigen. Beim Normlicht eben das Gleiche, da muss man halt diese neuen Normlichtleuchten dann auch wirklich konsequent verbauen und auch nochmal das Licht am Leitstand, also bei der Druckerei und bei den Stellen, wo man die Proofs begutachtet, die muss man halt sorgfältig austauschen. So. Ja, Verbrauchsmaterial ist auch noch wichtig für die Drucker, die müssen da nichts verändern. Also das ist das gleiche Papier und die gleichen Farben. Da kommt nichts. So, einzige was halt ist, man muss konsequent das alles tun. Also jetzt ist einfach nur nochmal die Zusammenfassung, was da alles zu ändern ist. Neue Profile und Charakterisierungsdaten verwenden, das ist der Teil. Und für die dann produzieren, halt Proofpapier tauschen, Normlicht überprüfen. Die Drucker müssen die Kennlinien anpassen, das ist aber für die Routine. Also da ist der Unterschied so minimal, das ist für die einfach nur eine andere Tabelle. Und halt die neuen Sollorte da verwenden. Für die Qualitätskontrolle tauschen sie eine andere Technik. Und der Rest ist so, wie es vorher war. Ja. Also was dann da noch bleibt. So. Und zum Schluss wieder von Christian Priskulla, weil kurz vor der Einführung hat er sein neues Buch rausgebracht, also sein Clever Printing Fibel oder wie das Ding heißt. Und da hat er sehr viel eben damit schon gearbeitet. Und da hat man sehr viel Kontakt. Was er so dann da geschrieben hat, das war zweierlei. Das eine, also für Anwender, Designer und Agenturen sagt er empfehlenswert. Für die Leute, die es dann im Druck umsetzen, gibt es so ein paar Startschwierigkeiten. Sie haben ja auch gesehen, da ist eine Menge zu machen mit Proof umstellen und so weiter. Aber die Leute sollen anfangen. Wir waren ja bei dem Punkt vorher. Machen es die Druckereien oder nicht? Sie müssen es so oder so machen. Also die Zukunft lässt sich da nicht aufhalten. Die werden sich durchsetzen, die Profile, schneller oder langsamer. Und man muss sie halt verwenden. Gut. Sie haben so viel von optischen Aufhellern gesprochen. Es gibt ja auch Papiere, die keine haben oder nur sehr wenig. Diese neuen Profile gelten aber generell für das, was am Anfang uns gesagt haben. Offset-Papiere, so gestrichene Papiere. Ja. Aber man muss da nicht extra fragen, haben Sie optische Aufheller, sondern in den Papieren oder. Sie haben es ja gesehen, die meisten liegen dann da so. Das sind dann, wir können, also seitens ECI kann man immer nur schauen, dass man in so einen riesen Wust an Papieren reinstochert und sagt, das ist jetzt ungefähr die Mitte. Dann wird es immer Ausreißer geben. Aber entscheidend ist sowieso eins, dass die Druckerei damit arbeitet, weil dann erst als Designer muss ich auch die Vorstufe entsprechend, muss ich bei der Vorstufe berücksichtigen. Wenn eine Druckerei mit der ich zusammenarbeite, nach wie vor mit V2 arbeitet, wie so quotet, was weiß ich, dann werde ich auch dieses Profil weiterverwenden, solange die Druckerei es nicht ändert. Ja, da kann man jetzt lange drüber streiten. Ja, weiß ich, ich würde ganz ehrlich gesagt,
Ich würde empfehle, dass man mit den neuen arbeitet, denn, das habe ich jetzt im Detail da nicht geschrieben, wir haben seitens ECI für die Umwandlung von Neudaten nach alt und umgekehrt, haben wir noch Device-Link-Profile zur Verfügung gestellt, die komplette Druckdaten umwandeln lassen. Das sind erstmal einfache, auch die Wirkung wird gezeigt, also wie die funktionieren, wie die sich auswirken, sodass selbst Drucker, die noch nach der alten Methode produzieren, mit den neuen Daten was anfangen können. Wenn sie das dann auch nicht hinkriegen, dann werden die früher oder später noch ganz andere Probleme haben. Die verschwinden vom Markt. Beim Rippen gibt es ganz ehrlich. Probleme. Bitte? Beim Rippen gibt es da kein Problem. Nee. Also wenn man die neuen Profile reingibt? Nee, die Profile, das ist auch so ein Missverständnis. Die Profile, wenn man so arbeitet, wie es in diesem PDFX-Ready-Leitfaden auch empfohlen ist, dann sind keine Profile mehr in den Druck-PDFs drin. Da sind nur noch Druck-CMYK-Werte drin und da hängt nur außen ein Profil dran, was signalisiert, diese Daten sind für ISO-coded oder PISO-coded. Also dann kann der Brett das tauschen. Da tauscht der gar nichts mehr. Nee, der soll dann, der reicht die Daten dann durch. Da wird eben kein Color-Management mehr gemacht. Das braucht es dann nicht. Ja. Ja. Was ist denn jetzt, wenn ich mehr als 300% Flächendeckung arbeiten will. Was mache ich denn dann? Ja, wenn Sie Sonderwege, Sie können auch mit 500 arbeiten, wenn Sie eine fünfte Farbe haben. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber das ist dann nicht der Standardweg. Das ist durchaus legitim, dann muss man aber Spezialwege gehen. Also es gibt kein Profil, es wird kein ECI-Profil für diese Druckbedingungen geben mit mehr als 300%. Dann müssen Sie sich die selber machen. Wie viel waren das vorher bei dem alten ISO-Code? Da waren es 330. Und bei dem, also es gab das, wo nichts dran stand, das hatte 330 Flächendeckung und das, wo 300 dran standen, war es an der dunkelsten Stelle 300. Und das Neue hat eben auch 300, obwohl es nicht dran steht. Und ich würde dann empfehlen, wenn Sie das so wollen, dass man mit den gleichen Fokra-Charakterisierungsdaten, die wir verwendet haben für unser PSO-Coded-Profil, ein neues rechnet, wo Sie halt einstellen 340% oder was Sie da wollen. Ja. Also nochmal zusammenfassend, wenn der Drucker zu mir sagt, er arbeitet nach dem alten Profil, kann ich ihm trotzdem das neue Profil schicken und das wird den Druck nicht, also es wird dann nicht komisch. Also wenn er jetzt zum Beispiel zu mir sagt, ich möchte, dass Sie das vom alten Profil... Das ist jetzt eine schwierige Geschichte, das ist jetzt politisch sozusagen oder was juristisch sozusagen. Der Süßel hat das gesagt und so und dann kommt dann irgendeiner, will eine Rechnung von mir bezahlt haben. Nein, es ist nur, es bewegt sich, also ich sag's mal so, ich habe ja von den Vorteilen gesprochen. Wer die dass nutzen man will. Das halt irgendwie erklären kann, das wäre ganz gut. Also, weil das ist immer so eine Überzeugung, klar. Dass man dann sagt, ja, aber das sind neue Profile und er weiß, ja, aber wir haben da nicht drauf umgestellt und so weiter. Dann kann was er... Was für Argumente dann, also wie kann ich das erklären, dass das eben nichts macht, wenn das was andere Profile ist? Wichtig ist, dass klar ist, wie sie es liefern, damit er weiß, wie er dran ist. Mhm. Also, dass klar ist, sie schicken die Daten nach der alten Methode oder mit dem neuen Profil. Wenn er das weiß, dann kann er damit umgehen. Entweder hat er dann schon seinen Prozess umgestellt, dann sagt er sowieso, toll, endlich kommt mal jemand und hat es begriffen. Oder er sagt, ich bin noch nicht so weit. Das kann auch gute Gründe dafür geben. Aber ich habe ja ein Profil, das gibt es ja, womit ich die Daten dann quasi in den, vereinfacht gesagt, in den alten Zustand zurückversetze. Und dann kann er ja produzieren. Das muss er halt nutzen. Aber wenn er das auch nicht tut, dann ist er, irgendwann wird es dann schwierig. Also... Und ich habe noch eine Frage, weil zu diesen Papieren, zu diesen Druckpapieren, gibt es verschiedene Sorten da oder nach was? Also muss ich den Drucker sagen, welches Druckpapier er dort verwendet, weiß er das? Ja. Also wenn er umstellt, weiß er das. Und die Hersteller, die Papiere dann anbieten für die Prüfsysteme, die haben die ja bereits im Angebot. Schon lange. Also dann sagt er eben, ich will jetzt für Fokra, ich will jetzt für das neue Coated oder Uncoated prüfen. Lieber Hersteller, was hast du denn in der Liste? Da gibt es Webseiten oder bei den Herstellern auch welche. Die haben die schon längst auf Halde, die sind ja froh, dass es endlich mal losgeht. Also da haben die kein Problem in der Praxis. Ja. Ich habe eine Frage, die jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, darf ich mich stellen, und zwar nach RGB-Profilen in Lightroom. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt die Organisationsleitung dann, also von mir aus, ja. Ich habe eine Frage, die jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, sondern zu den RGB-Profilen in Lightroom. Lightroom hat ja so ein spezielles Profil. Eben nicht Das sind DNG-Profile. Ja, das sind DNG-Profile. Wenn jetzt ein Kunde von
für mich Bilder aus Lightroom exportiert, dann fragen die mich immer, in welchem Profil sollen sie die exportieren. Ah, okay. Dieses Lightroom-Profil hat einen noch größeren Farbraum als Adobe RGB und ECG RGB. Und wozu ist das überhaupt notwendig? Denn wenn sie es exportieren, dann in anderen... Ja, sagen wir es mal so, also diese DNG-Profile, also das DNG steht für Digital Negative, das hat Adobe mal erfunden, weil es zu viele RAW-Dateien gab, verschiedene. Ja. Und die wiederum zu profilieren, ging halt nicht mit ICC-Profilen, deshalb haben die da was Eigenes. Das sind diese DNG-Profile. Die leben auch nur in diesem Umfeld. Ja. Das heißt, wenn sie so ein Bild nehmen, haben sie vielleicht schon mal probiert, da können sie in InDesign platzieren wollen, wie sie lustig sind, das klappt halt nicht. Also das funktioniert so nicht. Man muss das konvertieren. Ja. Und dann fragen die das, was man halt einstellt. Bei Lightroom oder bei dem, wenn man den Photoshop öffnet, steht ja unten auch in diesem RAW-Konverter, wohin konvertiert wird dann. Und da soll man halt was einstellen. Ja. Genau. Aber ich würde jetzt nicht sRGB einstellen, es soll halt ein größerer Farbraum sein, aber mit Adobe RGB oder ECI RGB sind die meisten Sachen bisher noch ganz gut rausgekommen. Dass die jetzt kleiner sein mögen als irgendwelche Kameraprofile, theoretisch sind, ist zwar richtig, aber die real vorkommenden Farben in der freien Wildbahn, die sind oft gar nicht so leuchtend. Also ECI RGB oder Adobe RGB, ja, und damit dann arbeiten. Das kommt dann in Datenbanken. Ja. Ja. Was ist zum Vortrag jetzt zu den Profilen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben? Das sind ja im Prinzip Druckprofile, von denen wir reden. Also Profile, die nachher die Druckerei dann auch einsetzen soll. Es gibt ja aber immer zwei gut zusammenpassende Profile im Workflow. Und zwar das Druckprofil, also Zielprofil und aber auch den Arbeitsfarbraum. Gibt es hier, können Sie uns ein paar, vorher war es ja so, dass man Empfehlungen hatte, auch zu dem entsprechenden Druckprofil, das günstige, also passende Arbeits... es ist eigentlich dasselbe. Also Arbeitsfarbraum heißt einfach nur, dass das Ding, was arbeitet, nämlich das Programm Photoshop zum Beispiel, braucht ein Profil. Die nennen sich aber bei dem vorher, also wenn wir bei Coded V2 reden, dann nennen sich aber... Ist immer das Gleiche. Etwas unterschiedlich. Nö, das kann man eigentlich nicht vorstellen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, aber also wenn ich das bei mir gucke, die klingen zwar ähnlich, aber die sind nicht komplett der gleiche Name. Doch, weil es sind die gleichen Profile, die da erscheinen. Ja, also richtig. Achso, in Empfehlung, das ist glaube ich zu speziell, da können wir vielleicht dann auch noch drauf schauen. Aber Arbeitsfahrprogramm heißt erstmal nur, das Programm braucht was zum Arbeiten. So, und wenn Sie nichts weiter spezifizieren, dann werden die genommen aus den Farbeinstellungen. Okay, klar. Und wenn Sie es dann speziell wissen, dann hängen Sie an das Bild ein eigenes Profil, was immer sinnvoll ist, und ans Dokument machen Sie es, wie ich es vorher gezeigt habe. Ja, das ist einfach der Punkt. Ja. Okay. Jo. Das, ja. Für Rolle kommt noch ein extra. Ja, eins ist gut, viele. Was sind für die Digitaler noch eine Unterscheidung geben? Na, für Digitaldruck gibt es da gibt es jetzt zwei Entwicklungen. Also das eine ist, man hat sich da ja eingebürgert, dass man ISO-Coated einfach nimmt. Und die Digitaldrucker haben sich darauf eingeschossen, so nach dem Motto, wir sind ja froh, wenn die Leute ISO-Coated liefern, weil wir wandeln es dann um zu unserem Latex-Drucker auf der Folie und so weiter. Das machen die, ohne dass wir uns als Datenlieferer drum kümmern. Da ist zunächst mal schon die Idee, PSO-Coated V3 dann halt jetzt zu nehmen. So. Das kriegen jetzt nicht mal einen Extra. Nee, das ist der andere Teil. Da gibt's, das ist aber noch ein längerer Weg, da sind wir dabei, dass wir uns überlegen, ein Austauschprofil zu machen, was größer ist als ISO-Coated. Es gibt ja auch Digitaldrucksysteme, die können einfach nur mal mehr Farben als ein Standard-Offset. Und dass man dann sagt, für solche Fälle nehmen wir als Austausch CMYK nicht mehr ISO-Coated oder von mir aus PSO-Coated, sondern dann dieses neue. Das gibt's aber noch nicht. Das ist in Arbeit. Ja. Das ist ein Punkt, der ist da noch in Arbeit. Also es gibt proprietär sozusagen für herstellerspezifische Lösungen, macht GMG das schon seit langem so. Die haben ihren CMYK Master oder sowas. Der ist praktisch als CMYK angelegt, groß genug, dass er alle Druckverfahren umschließt, ist aber jetzt kein spezielles Druckprofil. Also das ist jetzt nicht typisch Offset oder typisch Tiefdruck oder so, aber die lassen die Gestaltung immer dafür machen, also für dieses generische, größere CMYK. IKEA und so arbeiten so. Und dann wird später einfach umgewandelt in die verschiedenen Druckprofile. Das ist aber Hersteller, das ist ganz speziell, wie GMG das macht. Die machen das verdammt gut, die sind da halt mit die Besten. Aber das ist jetzt nichts, was allgemeiner Standard wäre. Ja. Jo, gut. Klaas? Also ich weiß nicht, haben Sie noch Fragen? Sonst gerne. Ich schiele nur auch immer wieder auf die Uhr da oben, weil soll ja noch eine Sissi verlost werden und wir müssen gleich um 8 hier raus. Insofern
Ja? Doofe Frage, und zwar eine letzte Frage. Also es gibt einen PDF-Export, der auch LAB mit exportiert. Ja. Wozu ist das eigentlich notwendig? Wozu muss man LAB exportieren? Ne, man muss gar nicht, deshalb ist in der... Wozu kann man das? Na, die Idee dahinter ist, also LAB oder RGB oder so weiter, heißt ja, dass man quasi den Originalfarbeindruck, also näher am Original, noch in dem PDF haben will. Das würde man also mehr für Bildschirm-PDFs benutzen dann. Ja, dass man nicht konvertiert, ja, also dass RGB dann drin bleibt, weil der Bildschirm kann halt leuchtendes Blau darstellen, was der Druck in so ohne Tricks nicht kann. Dafür ist es da. Ob das jetzt LAB sein muss oder RGB, ist dann egal. Also RGB würde dann auch drin bleiben. Und LAB ist dann nur sinnvoll im Sinn von, wenn Sie ein Farbmessgerät haben und Sie messen auf irgendeiner Probe, wo Sie sagen, die will ich originalgetreu haben, dann sagt Ihnen das Gerät diese LAB-Werte, Sie könnten die eintippen und hätten die dann im PDF. Dafür ist LAB dann schon gut, weil dann hat man quasi wirklich LAB sehr orientiert an der menschlichen Farbwahrnehmung. Ja. Und das ist dann nicht schlau, nicht unschlau, das zu tun, aber es ist halt eine sehr spezielle Anwendung. Ja. Gut. Noch eine Frage habe ich noch. Eine allerletzte, letzte Frage. 300%. Ich habe mich um die 300% nie gekümmert. Es gab ein Profil, die hatten 300%, habe ich es eingestellt, gut. Jetzt habe ich hier bei Laserline vor einem Jahr oder so, was gedruckt, da war ein Lacke bei. Und da habe ich erstmalig in der Art und Weise mit gedruckt und habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen und da sagt die mir, ja, ich muss es so machen, dass ich alles zusammenrechne, also alles hier am IK-Werte, also die drei Farben, alle Prozente, zack, zack, addieren, dass ich also mit dem Lack nicht über 300% komme. Ich habe noch nie die Prozente von den CMYK-Sachen zusammengerechnet. Muss man das bei 300%? Ich meine, ich definiere doch Farben nach Vorgabe. Wenn der Kunde bestimmte Farben hat, HKS-Farben, die ich erst wandle in CMYK, da gucke ich da nicht, da addiere ich da nicht die Werte, also, sondern ich nehme die Farben. Da wird es ein bisschen dünn, würde ich jetzt mal sagen, aber also das, Sie hätten dann nur noch 200% zur Verfügung an der dunkelsten Stelle, weil Sie 100 für den Lack haben. Wenn da jetzt 350% zusammenkommen, dachte ich immer, das Profil sorgt automatisch dafür, dass immer am Ende nur 93. Nee. Ach, das stimmt dann. Okay. Nee. Das würde es nur machen, wenn Sie von RGB dahin wandeln. Also wenn es nur dran klebt, nicht. Da muss man auch nochmal genauer drauf schauen. Okay. In dem Sinn erstmal.